Psyche des Psychiaters. Mario Etzensberger, bis Ende 2008 Chefarzt der Psychiatrischen Klinik Königsfelden. Eine Selbstbefragung. Man ist ständig im Verdacht, irgendetwas Lustiges zu machen. Und in Swissmade, in der Anstalt einst. Also wenn jemand bei der Klinik sich nicht adäquat verhält, stört mich das hier nicht, weil ich das hier erwarte, dass das so ist. Und B, genau weiss, wie wir mit mir, die ganzen Leute, die hier arbeiten, mit dem Phänomen umgehen. Wenn ich aber in einer Beiz sitze und es kommt ein Patient rein, den ich kenne, und der ist am Dekompensieren und kommt rein und krakelt und macht und tut, dann wird es mir genauso unwohl, wie wahrscheinlich alle Leute, die dort auch sitzen, weil ich A, an dem Ort das nicht erwarte und B, meine Mittel nicht mehr habe. Ich bin blöd, bin einfach da als normaler Mensch und hoffe sehr, dass niemand weiss, dass ich hier von Königsfelden bin und sagt, du bist von Königsfelden, komm, schau jetzt, dass der hier nicht mehr so krakelt, oder? Und dann kommt die in echte Probleme rein. Und darum spielt der Kontext eine sehr grosse Rolle. Und wenn ich natürlich hier arbeite, mehrere Jahre, dann ist das ein besonderer Kontext für mich. Darum ist bei uns die Angst nicht mehr so gross und auch die Verwunderung nicht mehr so gross, weil wir uns das hier gewöhnt sind. Ärzte haben eine erhöhte Suizidrate und Psychiater haben nochmal eine erhöhte. Und die höchste Suizidrate von den Ärzten. Warum? Kann man sich darüber diskutieren, weil es so anhängt, weil sie so viel sehen, wie die Welt brüchig ist. Ich würde ihnen sagen, weil sie schon vorher so gewesen sind und darum Psychiater geworden sind. Das ist bei Ihnen so? Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass das auch einige Gründe hat, warum ich Psychiatrie gemacht habe. Man ist quasi schon im Spital, aber noch auf der richtigen Seite. Ganz genau. Es ist eher, ich würde das Wort faszinieren. Ich glaube, man